Hallo meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, schön, dass ihr zuschaut. Herzlich willkommen auf meinem Kochkanal. Ja Leute, heute zeige ich euch ein wahnsinnig leckeres Rezept mit Blumenkohl und Kartoffeln. Ja, und zwar zeige ich euch heute, wie man Kartoffel-Blumenkohl-Fritters macht. Das sind unglaublich leckere Kartoffelklöße mit Blumenkohl, Schinkenspeck kommt noch mit rein, Parmesan, Ei, Dill, Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss. Ja, die Kartoffel- und Blumenkohl-Fritters, die sind schnell gemacht und es ist eine tolle Zwischenmahlzeit und als Beilage sagenhaft lecker, sage ich dir. Und wenn du wissen willst, wie man die zubereitet, bleib dran, das zeige ich dir in diesem Video. Los geht's! Für die Kartoffel-Blumenkohl-Fritters brauchen wir folgende Zutaten. Ich habe hier 250 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, die habe ich in Würfel geschnitten, und die gleiche Menge an Blumenkohl, da habe ich die Röschen abgeschnitten, 250 Gramm, und das Gemüse wird jetzt zuerst für 10 Minuten gekocht. Jetzt werden die zerstampften Kartoffeln gewürzt. Ich habe hier jeweils einen Teelöffel Pfefferkörner, grobes Meersalz und einen halben Teelöffel Muskatnuss. Ich füge noch hinzu 3 Esslöffel geriebenen Parmesan, 1 Esslöffel frischen Dill sowie 60 Gramm feine Schinkenstreifen. Ja, die Schinkenstreifen, die sind optional. Wenn du es lieber vegetarisch magst, dann lässt du sie einfach weg. Aber ich finde, dann hat das Ganze eine schöne, herzhafte Note und die Fritters und deswegen kommt es mit rein. Dazu kommen noch 2 Eier, das Eigelb und Eiweiß wird voneinander getrennt. Das Eigelb geben wir der Kartoffelmasse hinzu, damit das Ganze auch eine schöne Bindung kriegt. Jetzt wird alles gut miteinander verrührt. Und dann gebe ich die Blumenkohlröschen dazu. Vermische das Ganze nochmal miteinander, so dass es eine schöne homogene Masse ergibt. Und nun forme ich aus der Masse 8 gleich große und etwa 75 Gramm schwere Bällchen. Nun wird das Eiweiß
schaumig geschlagen und über den Fritters verteilt. Ja, meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Das war das Rezept für Kartoffel-Blumenkohl-Fritters. Ich bin irgendwie die ganze Zeit geneigt, Critters dazu zu sagen. Das war ein Horrorfilm aus den 90er Jahren mit so kleinen Kreaturen. Kann ich euch übrigens auch sehr empfehlen, genau wie dieses Rezept. Und wenn du das Ganze nicht filmen musst, bist du in einer halben Stunde damit fertig. Dann hast du ein sehr, sehr leckeres, deftiges, herzhaftes Essen zubereitet, das sehr sättigend ist. Und es ist übrigens auch eine tolle Methode zur Resteverwertung. Du musst kein Blumenkohl nehmen, sondern du kannst auch anderes Gemüse verwenden, was dir beliebt. Ja, sonst Leute, ich freue mich auf eure Kommentare, auch wenn ihr das Video teilt und den Kanal abonniert natürlich. Bis zum nächsten Mal, euer Matt.